schon lang nicht mehr gesehen. So, Lisa, bist du auch noch unterwegs? Du, ja. Ich komme gerade vom Sensibility-Training. Hast so weiche Hand. Ich bin gerade auf dem Weg heim. Der Erwin wartet. Tut mir jetzt schaurig gut, dass du das sagst. Dass der Erwin wartet? Nein, das mit der Hand. Weißt, Madeleine sagt immer, ich sei zu wenig sensitiv. So, Madeleine heisst sie. Ja, sie ist meine neue Zweierkiste. Ich habe sie in der Bioenergetik-Gruppe kennengelernt. Vor 3 Wochen. Schön. Sind ihr verliebt? Ja, und wie? Also, wir arbeiten sehr aneinander. Momentan gerade an den Strukturen unserer Beziehung. Partnerzentriert natürlich. Ja, das braucht es halt, gell? Zu wenig sensitiv. Du wirst so weiche Hand. Ja, und du? Jetzt Sally, du? Das ist der Hugo. Er gibt mir schaurig viel. Der Hugo. Ciao, Hugo. Ja, woher kommst denn du? Aber nicht von der Madeleine in 3 Wochen. Nein, der Hugo ist noch von der Erika, meinem letzten Beziehungspuff. Aber mit allem, was sie in mich projiziert hat, ist einfach nicht mehr gegangen. Ich weiss ja schon, wie das ist. Ich habe sie auch nicht leicht mit dem Erwin. Er isst zu viel Fleisch. Zu viel Fleisch? Ja, kannst du dir den Aggressionsstau ja vorstellen, wenn einer die ganze Zeit aus seinem Körper einen Friedhof macht? Er hat dort eine harte Fixierung. Macht mich jetzt schaurig betroffen, dass du das sagst. Wir haben es zuerst mit einem Food-Workshop probiert. 14 Tage nichts wie Bio-Rüebli, Ökolauch und Nicka-Bananen. Am Schluss ist er in die Metzger und hat 6 Steaks heimgebracht. Seither öffne ich mich nur noch partiell. Hast du so einen weichen Pulli? Das ist ein Makramee, ich habe im Schafwollefärben gemacht. Angenehm, gell? Ich trage ja nur Schafwollen auf der Hut. Es gibt einfach gerade viel bessere Vibes. Und es neutralisiert den Knoblauch. Sie sagen immer jeden Tag zinken und dann kommst du den ganzen Winter keinen Grip über. Madeleine hat jetzt ein eigenes Schlafzimmer. So ist sie in der Blockphase. Nein, der Frauengruppe, immer am Freitag. Ja, hast du Zeit? Gehen wir einen Tee trinken? Du, nein, ich sollte noch ins Reformhaus, aber wenn du willst, können wir darüber reden. Du, Florian, nein. Ich wollte dich nicht fremd bestimmen. Du bist einfach wegen dem Hirsotto. Du? Wegen wem? Du, wegen dem Hirsotto. Das koche ich eben heute. Wie Risotto, aber nicht mit Reis, sondern mit Hirsotto mit Hirs. Fein. Du hast etwas Gutes drin, ein bisschen Tofu oder so. Nein, das ist doch schwer. Nur ein Ballastzug und fertig. Weißt du, bei der heutigen Belastung durch Chemie- und Strahlenunfälle muss das Magnetische nicht biologisch durchlässig sein. Und für das ist eine Ernährung mit hochungesättigtem Hirosotto einfach unheimlich wichtig. Wenn das der Erwin noch begreifen würde. Schick ihn doch einmal in die Reflexzonenmassage, damit er eine Begegnung hat mit seinem Fleischdarm. Halt ein Mann, gell? Ja, ja, halt ein Mann. Hast du so einen weichen Kopf? Das ist ein Makramee, habe ich im Schafwollenfärben. Was? Nein, der Kopf, Florian. Er ist schon ganz durchlässig. Ja, das kommt eben vom Ballastzug. Also, dann lade ich dich jetzt ins Reformhaus. Ciao, Hugo. Hugo! Lisa! Und einen Gruß an Erwin. Ja, wie meinst du jetzt das? Du, einfach so aus dem Bauch raus. Ich will schauen, ob ich das verbalisieren kann.